Anoka Shitstorm Tour Tag 6. Ich kam gerade aus dem Entzug, als wir uns das Spiel der Metallurgists gegen die Hearts Timor Wayforce ansahen. Das Emin-Trikot sah über deinem Sari ziemlich komisch aus. Keine Traumweide, nur ein paar Scherben. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Du sagtest, ein gewisser Jan hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Ich werde gehen. Leb wohl. Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Vergiss sie nicht. Ich bitte dich. Es gibt wohl keine Neuigkeiten von Nakoa. Brauchst du sonst noch etwas? Ich muss los. Ich verstehe. Urmutter, höre mein Gebet. Ich knie vor dir voller Demut. Und bitte um Kraft und Erkenntnis. Siehst du über dein heiliges Reich hinaus?
wird auch gut. Ich bin eingesperrt! Helf mir doch! So. Gleich. Hallo! Bitte! Hilfe! Ich bin eingesperrt! Hallo! Bitte! Hilfe! Ich bin eingesperrt! Helf mir doch! Ist da jemand? Urmutter sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Die Ausgestoßenen. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Meine Pfeile sind alle! Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger.
Mutter sei Dank! Sofort angreifen! Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst. Und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen.
ich schürf mir alles auf. Hier ist die Traumweide. Bringen Sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen Sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen... Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Schon seltsam, dass du Ausgestoßene so hast, John. So ganz allein hier draußen bist du praktisch selbst einer. Ich bin sehr gern allein. Schön für dich, denn ich sehe niemanden, der dir wegen deiner Gesellschaft die Tür einrennt. Bis auf Ausgestoßene, die Traumweide wollen. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder.